Schiedsrichter gefährlich. Endlich so abtasten und abwarten der großen Chance. Noch zwei Breakchancen für Ivanisevic. Fantastischer Return. Becker muss jetzt versuchen, möglichst schnell dran zu bleiben. Will heißen Rebreak. Kein erster Aufschlag beim ersten Aufschlagspiel. Vier erste Aufschläge im zweiten. Zu Null Spiel erneut von Goran Ivanisevic. 3-1 für ihn. Sie müssten sich mal das Gesicht von Goran Ivanisevic angucken. Wie konzentriert, wie gierig, wie entschlossen. Wieder ein Geschenk für Ivanisevic. Ich weiß nicht, warum Boris so viele Bälle da in diese rechte Ecke spielt, da wo Goran wirklich sehr stark geworden ist. Ich würde sagen... Wichtiger Return von Boris. Er hat die Richtung gut erkannt. Auf der Vorhandseite ganz kurz ausgeholt. Der war erstmal hier für Boris gewonnen, aber mit einer unglaublichen Wende und einhändig und viel Gefühl spielt Goran noch diesen Ball herein. Sehr schön. Gucken Sie sich mal an, wie schräg der Körper ist. Die Entscheidung an diesem Aufschlag von Goran ist eigentlich, dass auch das sehr selten im Spiel des Kroaten. Schicklichkeit und so einen kräftigen Arm und nur aus. Hier nochmal zu sehen in der Wiederholung, wie kurz er da ausholt und voll mit dem Körper hereinspringt. Ass, Doppelfehler, Ask. Brillant gespielt. Aber schauen wir uns das Ganze nur einmal an. Ja, Boris war viel zu weit hinter der Grundlinie. Goran Ivanisevic seinen Gegner, ob mit Vor- oder mit Rückhand. Becker lässt die Vorhandseite immer ein wenig weit offen.
Schauen wir uns das noch einmal an. Schauen Sie hier. Das ist eigentlich die Grundtaktik des Passierens, dass man den ersten Ball mehr cross. Schauen Sie, wie tief er da in die Knie geht, um diesen Ball so cross zu spielen. Denn anders geht's gar nicht. Er braucht sich kaum zu bewegen, kaum einen Schritt zu machen. Er steht goldrichtig. Unter anderem eine Wohnung verkaufte. Und die Ivanisevic. Ausschlaggebend zum Gewinn des ersten Satzes. Spin Lob. Schwer für Becker, diesen Ball zu erreichen, war noch durch die Netzkante abgefälscht und dann Stein in diesem Spiel, sagte Jim Courier nach seinem Erfolg gegen Pete Sampras, angesprochen auf diese Partie hier. Recht hat er. Führung Boris Becker. Und schauen Sie sich noch einmal diesen Ballwechsel an. Schwer zu spielen, dieser Rückhand-Smash. Der Schlag, der Return, gut gewesen. Schauen Sie sich das an. Und das bei 185 Stunden. Wieder das mit einer Bass, seinem neunten. Ivanisevic. Weiter vorn. Machen denn, Sie wissen es vielleicht, morgen feiert er seinen 25. Geburtstag. Ja, Ivanisevic. Willkommen. Glück von Ivanisevic. Ja, er muss ja auch irgendwann mal nerven. Da ist sie! Die Breakchance für Becker, Satzball! Hören Sie sich das an! Jawohl! Ja! Satz für Becker!
Becker verliert zum ersten Mal in diesem Turnier sein Aufschlagspiel. Im ersten Satz muss den Satz abgeben. Im zweiten der erste Aufschlagverlust des Turniers. Und Geheimnis, sich richtig hinzustellen und ruhig voll durchzuziehen. Wichtig für Boris, dass er dieses Duell gewonnen hat und wie er dann diesen Mann hier aus Split übernahm. Ja. Becker passt auf, aber die Ivanišević. Zu viel Risiko. Gefischt. Diesmal aufgepasst. Und ein Blick auf die Zeit. Gespielt knapp 2 Stunden. Der gleicht aus. Ja, das war immer nicht so gut. In Folge 3. So, nun geht's. Tiebreak. Breaks in diesem Jahr. Er beginnt sehr vorsichtig. Zweiten Aufschlag zu machen. Oh, das wäre ein Return gewesen. So hoch die Passzeit nehmen. So. Jawohl! Jawohl.
sehen es hier. 6-3, 3 Matchbälle für Boris Becker. Gespielt 2 Stunden und knapp 15 Minuten in diesem zweiten Halbfinale in Frankfurt bei der ATP-Weltmeisterschaft. Matchbälle für Boris Becker. 6-4, 6-4, Becker. Das 23. Ass. Ass Nummer 24. 25 hat er 3 Spiele zuvor zusammen gemacht. 24 alleine. Unglaublich, unglaublich, wie Goran Ivanišević da retourniert. Und die Zuschauer, sie schrien förmlich Becker schon zum Sieg und irritierten nicht etwa den Gegner, sondern Becker. Danke. Dramatisch. Welch Dramatik hier jetzt in diesem Halbfinale, welches einem Finale würdig wäre. Viele Experten haben gesagt, es gibt ein Finale Becker Ivanišević. Nun hat sie beide schon im Halbfinale zusammengeführt. Aufgrund dieser Konstellation Becker Gruppenzweiter, Ivanišević Gruppenerster. Aber was soll's. 6 beide im Tiebreak. Aufschlag Becker. Ivanišević sitzt immer noch auf dem Boden und hadert mit sich. Muss er diesen da. Ball hier vielleicht. Aber er war gut. Er war gut, konnte man genau sehen. Aber Boris sehr, sehr, sehr aufmerksam am Netz. Aufschlag Goran Ivanišević. Jetzt bei eigenem Aufschlag. Typisch Becker. Nicht zu glauben. Symptomatisch, typisch für ihn. Er hat die besseren Nerven gehabt. Boris Becker mit seinem 5. Spiele, 6 Siege. Schauen wir uns noch einmal diesen Matchball in Ruhe an. Unglaublich, wie schnell er hier wieder aufstehen kann und noch zur rechten Seite springt, um da noch diesen unmöglichen Flugball zu spielen. Boris Becker ist im Finale morgen nach einem 4-6, 6-4 und 7-6 Erfolg nach 2 Stunden und 22 Minuten. Liebe Zuschauer, das soll es von hier gewesen sein aus der Frankfurter Festhalle. Mein Kollege Klaus Seebeck wartet nach der Werbung auf Sie und sagt Ihnen, wann es genau morgen losgeht.